Ja, und damit euch ein frohes Neues, falls ihr zugeschaut habt. Nein. herzlich willkommen zu E-Play Live am Sonntag. Und wir spielen heute coole, tolle Games. Unter anderem entspannte Games, passend zum neuen Jahr. Wir fangen an mit einem Spiel, was ihr gleich zu sehen bekommt. Beziehungsweise, was ihr schon seht, aber den Titel noch nicht so richtig sieht. Außer ihr erkennt natürlich entsprechend diese Grafik hier. Haben wir denn was, was uns interessiert? Ja. Okay. So. Yes. Und damit starten wir in das Game. Und das lassen wir einfach auch mal so stehen. Die Rede ist natürlich von einem Spiel. Metamorphosis, wenn ich das glaube, richtig jetzt gerade ausspreche und richtig im Gedanken habe, wie der Titel heißt, das ist das Game. Und achso, ja, fortfahren drücken. Ja. Da geht's los. Where am I? What's this painting? Right, I'm a Joseph's. What a night. Quite a celebration. Happy birthday, my friend. Though, one drink too many. I'll check with Joseph and then I'm off to work. Okay, das geht uns vielleicht genauso, falls wir irgendwie Silvester sehr gut durchgefeiert haben. My poor head. Ja. Sehr geehrter Gregor, der Schlüssel befindet sich in der Schublade ganz in der Nähe. Okay. Here it is. Auch aufmachen, ob wir hier was Interessantes finden, aber Bücher. Schöner Ofen, muss man sagen. Solche Ofen kennt ihr ja. That's odd. I've been many times at Joseph's, but I've never seen this corridor before. The photographs seem very familiar, though. Ja, sind wirklich sehr familiär, die Bilder. Damals waren wir noch jung. Upsa. Josefs erster Tag bei der Bank. Oder in der Bank. Mit den Haaren? Wow. Ach ja. Erster Arbeitstag als Händler. Was ist das da? Was ist jetzt? Ist da ein Wurm? Ich hab so ein dumpfes Gefühl, was das hier wird noch. Josef hat sein Gepäck verloren und wir schaffen es nicht rechtzeitig an Bord. Mhm. Okay, das ist... Das sind schon ein bisschen komische Bilder, ne? Komische Bilder, was ist denn? Wieso er nur all diese Fotos aufbewahrt? Ja, das frage ich mich auch, warum er diese Fotos aufbewahrt. What's that? This room is bizarre. What's with this furniture? Ich fühle mich so klein auf einmal. I can't even reach the door handle. Hardy ha ha. What a hilarious prank, Joseph. If I don't go out soon, I'll be late for work. Oh. Let's try this way. Another letter? Sehr geehrter Herr Samson, der Ort, an dem der Schlüssel liegt, ist diesmal ein Rätsel verbunden.
was es zu lösen gilt. Es könnte ein wenig schwierig werden, die Türklinke zu erreichen, aber wir sind zuversichtlich, dass sie es schaffen. Hoffentlich haben sie das Zeug dazu, Tower zu erreichen. Okay. Achso, warte. Zack, zack. Kann ich denn was verschieben? Ja. Kann ich. Du hast einen Schlüssel. Angeblich nicht. Hä? Warum ist das denn jetzt anders? Okay. Okay, das ist crazy. Wisst ihr, dass mir das Gebrumme so ein bisschen auf den Nerv geht? Aber das kriegen wir irgendwann hin. Wird nicht mal lange dauern. Sag ich jedes Mal, ne? So, er hat keinen passenden Schlüssel. Kann ich denn sonst... Was waren denn die Tasten? Moment, jetzt muss ich noch mal kurz in die Steuerung gucken. Space, Lift, Shift, okay... Okay. Achso. Okay. Ich glaube, du wirst zu spät zur Arbeit kommen. So, warte. Schublade. Okay, wieder haufenweise Bilder. Ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Boden. Pilze? Ventilation hole? How on earth do I fit in here? These aren't the legs I'm used to. I know this sounds ludicrous, but can it be that I'm a bug? All right. Stay calm. Let's find Jazz and move on from there. All right, focus. You don't want to fall from this high up. What a clutter. I think there is something on the table. Another letter? So, auf dem Tisch liegt ein Brief. Da müssen wir hin. Okay. Okay. Da müssen wir lang. Irgendwie hier lang. Zack. Oh. Ach, shit. Zack. Yeah. Oh. Moment. Moment. Gehen wir hier lang. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Ach, shit. Bin ich sehr weit runtergefallen. Natürlich nur wieder hinkommen, ne? Ach Mensch. Hier kommen wir zu einer Tür, da wollen wir noch nicht hin. Oh.
Aua, ich bin tot. Da bin ich wohl ein bisschen tot gegangen, ne? Ach Mensch. Ah, guck mal, wir können hier. Nein. Wieder diesen Gang. Und gleich kommt sowas wie. Almost. Eine Spinne. Oh. Fast. Okay, dann müssen wir von hier. Nein. Nein. Tot. Okay, wo bin ich denn jetzt gelandet? Am Tisch. Sehr gut sogar am Tisch. Ja, gut. Ah, made it. Sticky, oh. Although, this liquid should help me climb up. Ah, nice. Was ist das? Ah. Da erschreckt man sich nur, weil was zusammenfällt, ne? Oh Gott! Okay, shit, jetzt bin ich hier natürlich, ne? Muss ich nochmal hoch? Zack. Okay, hier ist der Brief. Also, sehr geehrter Samson, angesichts Ihres bemitleidenswerten Zustand, würden wir Sie gerne bei Gelegenheit gebeten, diese Stelle hier beim Tower anzunehmen. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Symbolbild, um Bewerbungsprozesse zu starten. Okay, good luck. What in the... Was ist hier los?
job. All thanks to Tower. They have burnt that tower. Tower is a modern office space offering honest, highly paid work to people turned into bugs. At Tower, you'll soak up specialist skills, acquaint yourself with amicable arthropod associates, obtain opportunities for occupational augmentation, and discover a different destiny for yourself. For the best employees, restoration back to human form. Bisschen crazy das Spiel, oder? Aber so wirklich ein bisschen crazy. So. Die Frage ist, wo bin ich? Ich muss Josef aufwecken. Zeit drin. Zeit drin wenn eine Methode, ne? Aber da geht nichts. Mist. Natürlich mein Slime weg. Wo ist denn mein Slime?
schön der an den Büchern leckt, ne? So eine Spinne zu sein, ist schon so ein bisschen komisch und creepy, ne? Ach, da. Okay, ich sehe es gerade. Okay. Who is this? Who are you? You called? Yes, Anna should bring my breakfast. I'm afraid that won't be possible. What do you mean, not possible? Preposterous, unprecedented, this is unheard of. And who then are you exactly? Were you expecting someone? On the contrary. I demand to know who you are. Fuck off! And is there someone behind the door? Okay. What you seem excited. For sure I am. Does Miss Grubach know about this incident? I can't imagine this is acceptable for her. And who is in Frau Burstner's room? Do you know Miss Burstner well? She is my neighbor, of course I know her. I don't see how it's any of your concern. Just curious. How well? We are simply acquaintances. But why does that interest you? Has she done anything wrong? Why would she have done anything wrong? I have no idea. You tell me. Enough of this chicanery. Are you the police? Is Frau Burstner in some kind of trouble? Why would she be in trouble? I don't know. You come in. Ask about her. It's about her. Well, it's certainly not about me. Now, is it? You are the police. Were you expecting the police? No. No, I wasn't expecting anybody. Least of all you, whoever you are. I have to call Miss Grubach. Why do you need Miss Grubach? You just keep asking questions, don't you? Well, listen. Nein! You don't deny anything and you don't affirm anything. Schon wieder am Boden. Stare at me. What's your name and your function? Why do you need to know my name? Actually, you're right. I don't want to know your name. Why am I even speaking to you? Miss Grubach! She cannot come at this time. Oh, she can come at this time. It's her apartment, after all. How long have you been living here? Long enough. But this situation is new to me. I won't say another word until I see the supervisor. I clearly need someone more intelligent to talk to. Thank you.
Wollte ich euch eins sagen. Schön dieses Spiel ist, ne? Es ist nicht so meins, vor allem dieses Gedrehe ist für mich immer so ein bisschen im Kopf schwierig. Deswegen, schaut euch das Spiel selber mal einfach an, Metamorphosis. Sehr schön, das schönes Spiel, schaut es euch gerne an. Und wir machen gleich weiter mit einem anderen tollen Spiel, was dann nicht so drehintensiv ist. Wir finden da sicherlich noch was. Also, bis gleich.